Vorne, du wirst hiermit kaputt gemacht. Da will ich verarschen, wenn du noch nicht nur 17. Nur ein Schlag. Alter, wenn er mich jetzt frisst, ist Feierabend. Das ist ein Witz! Hui! Hoffentlich gut hat das funktioniert. So, meine Freunde. Weapon at risk? Ist ein Witz, ne? Meine Waffe ist im Arsch. Ich glaube, die haben uns durch ihre komische Kotzerei gerade einiges in den Arsch getarnt. Kacke, wir hätten, glaube ich, mal reparieren sollen. 39 von 180 ist aber noch nicht kaputt. Wobei, die macht wahrscheinlich schon weniger Schaden. Sieht man doch da auch, oder? Minus 67 plus minus 67. Oh, du hast vollkommen recht. Also, wir haben aber immer noch so ein Feuerschwert. Ja, aber das hat nicht mehr so die geile Reichweite gegen die zwei Typen, die von vorne kommen. Das ist übrigens nicht das einzige, was frack gegangen ist. Aber macht das wenig Damage. Wir haben da oben immer noch zwei Down-Pfeile. Ich glaube, unsere Rüstung ohne Scheiß, das brauchen wir, glaube ich, so nicht probieren. Probier einmal mit dem Speer drauf zu schlagen, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, wir haben natürlich auch noch ein paar andere, diese Hellebarde. Die haben wir auch noch. Die können wir auch mal ausprobieren. Wo war die denn? Crystal, wie viel hat die denn nochmal? 242. Das wären 353, wa? Das ist gar nicht so wenig eigentlich. Das ist eigentlich echt gar nicht so wenig. Das wäre weniger, oder? Was hatte ich gesagt? Ja, ne? Holen wir die mal aus. Ach, Kacke. Ja, das ist okay. Alter, wird der sauer. Mein Gott, sind das verkackte Scheißteile, ey. Ja, von hinten gehen die aber. Muss er das Gesicht nicht währenddessen gesagt? Oh, ja. Ja, natürlich cool, wenn man denen so die einzelnen Beinchen da alle abhaken könnte. Ich stell mir immer so vor, dass er danach noch so durch die Gegend wackelt, weil er sich den Kopf gestoßen hat. So, BOM! Aua! Scheiße! Ah. Scheiße. Der macht die Waffe automatisch. Ja, ich glaube schon. Aber broken ist schlimmer als gedamaged, ne? Also, die ist jetzt... Gut, die ist komplett im Arsch. Wobei, die hat auch nur 20 Durability. Ja. Die hat 300. Dann probieren wir mal damit. Hauptsache, wir machen mehr als 50 Schaden. Das war das, was das Schwert hatte. Oh. Aber die ist ein bisschen agiler. Wir haben den Speer auch noch nicht wieder ausprobiert, ne? Die ist ja jetzt nur... Oh Gott. Und tschüss. Die Waffe ist jetzt natürlich auch weg. Das wird ein toller Besuch beim Schmied, wa? Ja, zum Schmied müssen wir ja nicht. Wir haben zum Glück haben wir das Ding zum Selbstreparieren am Feuer mitgenommen. Ah, sehr gut. Sonst müssten wir nämlich rausporten und wieder hier reinlaufen. Das wäre ziemlich ätzend. Ja, du sagtest, den Speer haben wir noch nicht ausprobiert. Genau. Stimmt. At risk, ja, okay. Na, besser als 53.
Könnte halt nur ein bisschen dauern jetzt. Na gut, doppelt so lange ungefähr. Lol. Ja, also mittlerweile lieber den als die scheiß Säure. Wenn in der Truhe nicht das Über-Item ist, wa? Okay, also an den Platten kann man ungefähr sehen, ob wo man. Hier kann man zuschlagen. Jetzt sei denn, er macht diesen Scheiß schon. Aua! Boah, ich schwör dir, wenn die anderen zwei jetzt nicht gleich an den Zaubern tot gehen, krieg ich einen Appel. So. Wer will denn zuerst? Du bist weiter vorne. Oh Gott, das reicht niemals. Wir haben noch ein paar von den anderen, ne? Das müsste eigentlich schon reichen. LOL! Ja, wir haben eben von hinten auf die drauf gezaubert. Nee, das Ding ist kaputt. Nimm anderes. Wir haben von dem. Stimmt, das ist vollkommen recht, Bob Peter, mein Gott. Gut, dass wir den noch haben. Schade, das waren jetzt natürlich zwei wichtige Zauber. Also wenn wir mit den Dingern einen kaputt kriegen, geht das auf, weil ich glaube 8. Wir hatten 12. Ja, genau. Also du hast 4 in den ersten eingepumpt. Ja, stimmt, das reicht. Ist jetzt gleich so eine böse Truhe. Das wäre der Hammer. Die uns dann auch frisst. Selbstverständlich. So, verpiss dich. Boah. Nee, noch besser, jetzt kommen noch zwei Würmer davor. Vorsichtig. Na, das sieht man eine Kette. Kette haben die alle. Ja, ja, ich wollte nur sagen, nach vorne oder nach hinten, aber das sieht man ja gar nicht. Ich glaube, das würden nicht mal die bringen. Ja, sehr schön. Ah, Large Flame Ember, schon wieder so ein Schmied-Ding. Da haben wir jetzt einige von gefunden. Zwei Stück, ja. Das wird jetzt ein teurer Feuerbesuch, oder? Ja, aber wir haben ja genug Seelen. Also wir leveln erstmal. Ne, Moment, wir reparieren erstmal. Oh ja. Sniper Spot. Nicht für uns. Stimmt, man kann natürlich auch als Bogenschütze die Würmchen da rausholen und die dann einfach von da aus kaputt schießen, wenn man denn gut genug ist mit dem Bogen. Gucken, was das kostet. Boah, hoffentlich habe ich die Reparatur mit. Ja, doch, das habe ich mitgenommen. Ja, da würde ich mir das spricht eigentlich nichts gegen. Ja, Repair Equipment. Ich würde sagen, wir reparieren einfach mal alles. Das kostet zum Beispiel nur 133. Also. Wo ist denn unser Speer? Der kostet 284. Also, komm. Das ist jetzt. Lol, 2100? Wieso ist der denn so im Arsch? Den haben wir eine ganze Zeit lang getragen. Oh, fuck. Aber aktuell tragen wir den nicht mehr. Das stimmt. 9. Da haben wir jetzt 400, 400. Ah, die hielt sich in Grenzen, komm. Und Level Up geht auch noch. Nur noch 4 Punkte für die große Demon-Axt. Wenn ich jetzt noch wüsste, was denn genau an Seelen die hier bringen, die großen, die Soul of a Brave Warrior, ob da 10.000 waren oder noch mehr. Weil die bringen 3, dann müssten die hier 5 und die 10 bringen. Dann hätten wir 20, 25 und 3x3 sind 9. Nur 34.000. Wie viel haben wir denn noch? 5 haben wir noch, dann hätten wir 40.000 fast. 39.000. Wie viel brauchen wir? Weiß ich nicht.
38. Knappe Geschichte. Könnte klappen. Könnte klappen, wenn das wirklich 10.000er Seelen sind. Dann lohnt sich das gar nicht, die anderen Seelen auch noch zu nehmen. In der Tat. Scheiße. Aber was sind die anderen denn dann, wenn die billigsten 3.000er sind? Was soll denn dann die eine dazwischen sein? Das verstehe ich nicht. Die hier. Large Soul of a Proud Knight. Sicher, nicht, dass die 3.000er sind und die da drüber weniger. Döde. Das waren dann die 1.000er, ne? Wahrscheinlich, ja. Ach, am Arsch. Naja, komm. Hi. Oh. Ist natürlich die nächste Frage, gehst du vor dem Tor rechts runter oder gehst du weiter geradeaus? Ja, ich glaube, das machen wir mal. Das bezog sich jetzt auf meine erste Option. Das, ich glaube, das machen wir mal. Ich habe dir zwei Optionen gegeben. Du hast gesagt, ja. Ja. Ja, wir gehen nochmal rechts runter. Das interessiert mich, warum man da nochmal runter kann, wenn das soll. Und ich sollte nicht so unvorsichtig spielen. Zwar billige Gegner. Aber wir haben auch nur 10 Flasks. Stimmt, wir haben nur einmal gekindelt, wa? Nee, 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 so nicht. Ins Gemächt. Die ganze Zeit schon, ey. Die kriegen ja fast nichts anderes ab. Das ist echt gut, dass er so lange zum Schlagen braucht, ey. Mhm. So, links, rechts der Wurm. Ich weiß nicht, inwiefern der jetzt noch nervt. Gar nicht. Da müssten jetzt noch zwei von den Feuerdingern da. Ja, genau, da kommen sie auch schon. Wow! Zwei hässliche Fliegen mit einer Klasse geschlagen. Ach Mist! Oh. Du Draufgänger, Christian! So, jetzt halt die Frage. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ja, nicht ja, gut. Sehr gut. Hab ich erwähnt, nicht gut? Hat das gesagt? Ich hab gar nicht zugehört. Ist ich dein Schwanz? Right. Oh, ne. Was will der mit Right? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn man da einmal gerade komplett geradeaus durchlaufen würde, dann da hinten. Ne, Moment. Right könnte natürlich auch rechts bedeuten. Ach, Moment, da, guck mal. Kann man runterlaufen. Ich glaube, das ist auch das einzige Sinnvolle. Irgendwie wird das, glaube ich, keinen Sinn machen, da hinten lang zu latschen. Obwohl ich Bock hätte, mal zu gucken, aber. Imminent Happiness, oh Gott. Praise the Sun. Das ist natürlich ein Quatsch. Verstehe auch noch nicht so ganz. Wie soll man denn da oben links hochkommen? Das sieht so ein bisschen aus, diese ganze... Was sind das denn für Viecher? Wieso hüpfen die so komisch weg? Der lockt mich bestimmt irgendwo hin. Wieso wollen die denn alle da rein? Ich hab keine Ahnung. Ach komm. Was steht denn hier? Dead End? Toll.